So, willkommen. Hier habe ich also die Excel-Tabelle. Sie sehen hier die Klausurnote und hier die Anwesenheit. Also 0 heißt, dass die Person am 29.11.2012 nicht in der Übung war. Jahr waren alle Übungen am gleichen Tag. Also nicht so wie jetzt Montag und Mittwoch, sondern am selben Wochentag. Und dann sehen Sie hier, also diese Person war drin und die hat eine 1-0 geschrieben. Trikotnummer habe ich natürlich weggelöscht. Und so sehen Sie es hier. Ne, hier geht es immer weiter. Hier sind also auch Leute, die in der Präsenzübung waren und nicht bestanden haben. So, jetzt wollen wir also mal ausrechnen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das in Excel macht. Also 0 sind die Leute, die nicht da waren. 1 sind die Leute, die da waren. Ja? Als erstes wollen wir mal zählen, wie viele es sind. Ja? Anzahl. Ja, das geht so, man schreibt hier Zellen, wenn. Ja. Und man soll dann den Bereich eingeben, nämlich diesen Bereich. Und wann soll gezählt werden? Wenn 0 ist. Ja. Also 23 Leute hier waren nicht da. Und mal sehen, wie viele da waren. 47 Leute waren da. Ja, haben wir also schon mal die Information. Und jetzt. Nämlich möchte ich die durchschnittliche Klausurnote nehmen. Das heißt, ich muss zunächst von den 23 Leuten die Note summieren und hier von den 47 Leuten die Note summieren und dann teilen. Also hier sage ich mal Notensumme. Ja, also, das heißt jetzt Summe, wenn. So Excel-Tabellen, Sachen, die man nicht so kennt. Also, wenn, ich muss jetzt mal selber gucken, wie man das, welche Reihenfolge dann das macht. Also, ich summiere das, wenn dieses gilt. Und dann muss ich noch sagen, was will ich summieren, nämlich dies hier. Aber mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, toll. Nicht funktioniert. Summe, wenn. So, Bereich, Suchkriterium, Summe, Bereich, habe ich richtig gemacht. So, also die Summe der Notensumme von den Leuten, die nicht da waren, haben insgesamt 84. Und jetzt mache ich Durchschnitt oder Mittelwert. Das ist dieses hier geteilt durch das. Also die durchschnittliche Note von Leuten, vielleicht mal das Format schöner machen. Naja, lasse ich jetzt erstmal so, bevor das zu lange dauert. Also ungefähr eine Note von 3,7 hatten diese Leute. Und wenn ich jetzt hier das hier runterziehe, dann heißt es, zähle ich jetzt, was ist die Summe der Noten von den Leuten, die da waren. Aber das waren ja auch mehr Leute, also muss ich hier nochmal umziehen, runterziehen. Die Note hier war, also die war 3,68 und diese Note hier war 3,15. Das ist ja schon mal eine Information. Jetzt trotzdem mal das Format hier ein bisschen zu ändern. Das können Sie wahrscheinlich gar nicht sehen. Also ich mache das sieht trotzdem gut aus. Zwei, zwei Nachkommastellen. Okay, also was ist die Differenz? Ja, die Leute, die da waren, minus die Leute, die nicht da waren, oder die Leute, die nicht da waren. Was hatte ich gesagt? Ich will die Leute, die da waren. Minus die Leute, die nicht da waren, ist egal. Wir setzen nur Vorzeichen an. Also waren die Leute, die da waren, waren um eine halbe Note besser. Ja? Hatten circa eine halbe Note bessere Klausurergebnisse. So, gut. Jetzt ist es so, das ist ja alles schön, ist zumindest schon mal die richtige Richtung. Aber Sie kennen ja meine Klausur überhaupt nicht. Ja, war das jetzt eine einfache Klausur, war das eine schwierige Klausur? War die breit ausgebreitet oder war die nicht breit ausgebreitet?
So allein an dieser Zahl kann man noch nichts richtig rausgehen. Wie schwer war es denn eigentlich, eine halbe Notenstufe besser zu sein als die anderen? Ja, ist das leicht gewesen oder ist das schwer gewesen? Und deswegen, weil man das nicht so gut unterscheiden kann, wollen wir das normieren. Ja? Und zwar teilen wir das Ganze jetzt durch die Standardabweichung. Ja, warum? Weil, das hatten wir in der vorherigen Vorlesung gesehen, wenn man die Sache durch die Standardabweichung teilt, dann werden die Sachen besser vergleichbar. So, also ich berechne die Standardabweichung. Ja, und die Standardabweichung, okay, kann man hier machen, Stab, Klammer auf und dann die Zahl. Zack. Die Standardabweichung ist 1,28 und jetzt sage ich sozusagen Differenz durch Standardabweichung ist dieses hier durch das. Also die Standardabweichung war ungefähr etwas weniger als eine halbe Standardabweichung, waren die Leute besser, 0,4. So, dieses Ergebnis möchte ich dann in dem nächsten Video interpretieren.